Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Ja, letztes Mal waren wir hier unterwegs und haben geguckt, was mit den Zahnrädern los ist. Das haben wir jetzt hier zum, die nehmen wir jetzt hier ab und wollen dann hoffen, dass das System wieder ans Laufen kommt. Uns fehlt es hier aber definitiv an Tränken, an grünen Tränken. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir die hinkriegen. Dafür sind dann zu wenig Roboter da. Roboter wurden nicht da gemacht, sondern dort gemacht. Für die Roboter fehlen Elektroteile. Die werden hier gemacht. Für die Elektroteile fehlen Metallplatten. Die haben wir auf jeden Fall hier und können dann wieder welche produzieren. Ja, müssen wir nur gucken, dass die dann auch abgelegt werden können. Das passiert nämlich zurzeit nicht. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass hier die Zahnräder zu viele drin sind. Die nehmen wir aber gerade aus dem System raus. Und jetzt sehe ich auch, dass da im Endeffekt zu viel Eisenplatten produziert werden. Wer produziert Eisenplatten, ist jetzt die nächste Frage, ne? Hier wird Kupfer gerade gemacht. Und da nix. Hier werden Eisenplatten gemacht. Da, gut. Das müssen wir einstellen in irgendeiner Form. Die machen Stahlträger daraus und die machen auch Eisenplatten daraus. Wenn ich da jetzt das reinlege, dann geht das nicht. Geht auch nicht. Er will das dann nicht. Dann muss ich im Endeffekt sagen, hier Roboter, du darfst nicht mehr. So, dann ist der Ofen gleich leer und dann war's das, ne? So. Hier werden Stahlträger gemacht, die können wir auch machen. Und hier werden jetzt Eisenplatten nur noch gemacht. Hier hinten läuft noch ein Ofen. Da machen die Kupfer. Entschuldigung. Hier oben die Öfen stehen, das ist auch erstmal gut so. So. Das heißt, hier geht es jetzt nicht voran. Wir nehmen hier mal was vom Band, damit da was laufen kann, ne? Anders geht's ja gerade nicht. Und schon kommt's wieder dahin. So, jetzt werden da die Elektroteile genommen und dann werden da Roboter rausgebaut, richtig? Ja. Und hier brauchen wir was anderes. Hier werden wir dann grüne Tränke machen, aber der kann auch nicht ablegen. Hier oben ist einfach zu viel Produktion gerade von Dingens. Ja, zack. Klauen wir dem das, ne? Das hat ja keinen Sinn. So. Er packt da jetzt Eisenplatten, glaub, rein, oder was? Nicht wirklich, oder? Doch. Doch, er macht die Eisenplatten da rein. Und dann brauchen wir reichlich für einen... Ja, 5 Eisenplatten für einen Stahlträger. Das ist auch gut, so können wir so lassen erstmal. Gut. Es ist überall voll. Es kann hier wieder nichts nachlaufen. Hier oben ist auf jeden Fall der Stau der Zahnräder weg, der hier schon war. Das wird also weniger. Weil er da unten natürlich auch wahrscheinlich, wer weiß, wie aufräumt. Macht er das noch? Hat er noch Platz? Ja, sieht so aus. Ich nehme mal die raus. Dann kann er wieder Zahnräder einlagern. Ja. Und jetzt ist viel zu viel Stahl hier drin, ne? Und das ist hier, wird jetzt hier endlich abgebaut. Okay. Hier unten passiert nichts mehr, der ist leer. Der Kupfer wird also auch nicht abgebaut, der kann da aber nicht, der kann noch abbauen, würde ich sagen, ne? Kann aber nicht ablegen zurzeit. Okay, lass mal erstmal so. Und
Ja, da wird es jetzt tatsächlich weniger, weil die Elektroteile jetzt doch da aufs Band kommen. Gut. Das bedeutet, es müssen gleich auch grüne Tränke irgendwo kommen. Die kann er noch nicht ablegen, aber fast. Ist auch komisch, dass der die nicht auf die vordere Hälfte ablegen kann, ne? Das ist. Ja, da oben ist ein Solarpanel, kann auch nicht abgelegt werden. Das System ist schlecht organisiert, in Anführungsstrichen. Diese Verteiler hier, die sind die richtigen, die man braucht. Die müssen überall hin, glaube ich. Also der Stau liegt immer hier zurzeit. Ändert sich auch nichts. Ich nehme jetzt auf dem falschen Band ab, ne? Oh. So, damit mal ein Getränk da runterkommt. Oder auch ein paar mehr. So. Jetzt laufen die durchs System, wenigstens ein paar. Ja, der Rückstau ist dann auch weg, interessanterweise. Ja. Solarpanels können nicht abgesetzt werden. Weder da noch da. Hier ist zum Glück jetzt ja, immer noch nicht Schluss. So, der muss die 100 noch ablegen und dann ist es erledigt. Okay. Da kommen gleich nie mehr rein. Hier läuft jetzt tatsächlich was. Da nicht. Also schon, aber ich suche gerade hier die Stelle, wo ich Elektroteile brauchen wir. Und dafür fehlt ein Kupferdraht. Passt. Entschuldigung, muss ich schon wieder husten? Gut. Jetzt kommen Elektroteile dann auch. Und was wird hier gemacht? Na, da wird eigentlich der Kupferdraht gemacht. Da braucht man Kupferplatten für. Die sind aber auch nicht vorhanden. Leg mal da ein paar rein. Ja, das System funktioniert gerade, aber wirklich komisch. Jetzt wird hier wieder geforscht. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass es dann mal richtig läuft, ne? Ist er jetzt voll oder was? Ja, er ist voll. Den nehmen wir raus und dann kommen wieder Zahnräder da rein. Der elektrische Erzfeuer ist, glaube ich, angeschlagen hier. Naja. Gut. Damit geht es weiter voran. Jetzt müssen wir eigentlich gucken, dass wir die Aufträge hier mal erfüllen, ne? 50 Solarmodule, sind die hier drin liegend oder habe ich die hier so mit, weiß ich jetzt nicht. 34. Packe ich jetzt mal hier rein. Da ist jetzt auch mal ein Stahlträger, glaube ich, drin, ne? Ja. Abgespeichert. Eisenplatten brauchen wir natürlich reichlich. Die nehme ich jetzt mal da raus. Aus der Holzkiste, da kommen tatsächlich Solarmodule jetzt rein. Stahlträger sind dann noch gefragt. Okay, die kann man auch aufteilen, dass mehrere Positionen da drin sind. Ja, dann lassen wir das erst so. Jetzt fast die Vermutung, dass es keine Zahnräder mehr im System gibt. Sieht so aus. Da bin ich falsch. Hier wollte ich hin. Ich will jetzt die Zahnräder da wieder rausnehmen. Ich weiß aber nicht, was ich da jetzt rausnehmen könnte, wo ich sage, okay, nehmen wir das.
die Stahlplatten sind ja jetzt gerade auch zu viel. Ja, ist wieder nichts da. Okay, woran fehlt's denn diesmal? An roten Drängen fehlt's jetzt. Die waren hier. Nee, dann waren sie hier. Und da ist was zu wenig. Zahnräder wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal, was nachgefüllt wird. Zahnräder gibt es und Kupferplatten gibt es auch, also das ist jetzt eher nicht das Problem, oder? Kupferplatte ist drin, Zahnrad. Kommt jetzt nicht mehr, vielleicht kommt auch vorbei. Ja, jetzt haben wir grüne Tränke, aber keine roten, ne? Ja, genau so ist es. Dann würde ich sagen, packen wir da mal ein paar Zahnräder noch rein, damit genug da sind und die Kupferplatten ebenso. So, wenn er weg ist, kriege ich eine da auch noch rein, oder? So. Das läuft dann eigentlich auch. Gut. Was machen wir hier hinten? Da produzieren wir Kupfer, oder? Ja. Die laufen auch. Der Erzförder kriegt es ab und zu mal aufs Band. Das ist alles gut. So, wie sieht's unser Steinvorkommen aus? Okay, da ist reichlich drin. Ich habe hier 65. Wir müssen gucken, wie wir da weiterkommen. Okay. So. Kupferplatten. Jetzt gerade nicht im Angebot. Ich gucke mal aber gerade nach den Solarzellen zum Beispiel. Haben wir 40, brauchen wir noch 10. Ich mach das mal so. Ich nehme viele raus, aber nicht alle. Ein bleibt drinnen, damit dann Platz ist zum Abnehmen. Und was macht das Solar? Technische hier? Elektroplatten fehlen, aber die kommen da, aber die kommen zurzeit nicht hier dran vorbei wahrscheinlich, ne? Oh doch. Okay. Da fehlen Zahnräder. Und Platten. Jetzt fehlen dann wieder Elektroteile. Da fehlen Platten. Kupferdraht hätte ich auch noch im Angebot. Machen wir dann auch noch da rein. Ja, Kupferplatten werden hier eigentlich produziert, ne? Oh, da ist was Falsches dran, deswegen geht das nicht. Tja. So, Forschung läuft auf jeden Fall wieder. Das war eins unserer Ziele, ne? Hier unten ist ein Erzförderer jetzt weniger. Ja, den hätten wir hier, ne? Ne, das war jetzt verkehrt. Falsche Taste erwischt. Den könnte ich jetzt dahin machen, ne? Dann fördert er da auch noch. Ja, lass mal gerade laufen. Obwohl, ne, das sind Roboter, die da drinnen sind. Das System funktioniert gerade. Gut. Okay. Ja. Es gibt Sachen, die müssten wir nochmal fertig kriegen. Zum Beispiel panzerbrechende Munition. Die war doch hier oben, oder? War das da? Ja. Da fehlen Kupferplatten. Dann lass die mal produzieren. Und die sortiert die Kiste hier doch aus, oder? Ja. Machen wir gerade hier rein. Brauchen wir 2500, okay. Ich
Ich glaube, von dieser Geschichte brauchen wir mehr, ne? Brauchen mehr von diesen schicken Robotern. Und Kisten. Was ist das für eine? Intelligente Kiste, okay. Machen wir doch mal eine intelligente Kiste. So, und dann brauche ich jetzt den Roboter. Wo ist der? Sind diese nicht da? Sondern da. So. Der braucht auch Strom. Aber warte mal, die kann ich alle drei nebeneinander setzen erstmal. Und dann brauche ich die Kisten noch. Die eine ist da. Und die anderen beiden habe ich jetzt produziert. Ach, wo sind die denn hin? Ich habe da welche gemacht, oder? Sehe ich die jetzt nicht, oder was? Komisch. Ach, wahrscheinlich brauchst du dafür. Ja, genau. Zwei Kisten davon machen, fertig. So, und Strom brauchen wir noch. Strom müssen wir dann dahin machen. Okay. Und dann bedeutet das, wir machen Filter da rein. Munition, stahlbrechend. Und das zweite wird Stahlträger sein. Die sind dort. Und diese Kiste ist eine intelligente Kiste, ja. Wie die funktioniert, weiß ich noch gar nicht. Stahlträger, das nächste sind dann Eisenplatten. So, und das funktioniert schon mal alles nicht mehr, ne? Weil wir hier oben irgendwas weggenommen haben. So, die schicken Roboter zum Beispiel. So, jetzt läuft das wieder. Gut, jetzt gibt's auch wieder Stahlplatten dann. Brauchen wir ja wahrscheinlich auch mal, ne? Ist hier irgendwo was drin? Nein, noch nicht. So. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Und ich glaube, die können wir auch da rausnehmen. Die müssen wir abwählen. Die und die wählen wir ab. Die Solarpanels können da rein. Oder? Ja. 42 haben wir noch, 8 Stück. Das sind dann auch nicht mehr ganz viele. Läuft das da? Ne, da war es gar nicht. Das ist da. Und was fehlt? Elektroteile. Die kommen gerade nicht durch, oder? Weil Stahlplatten fehlen. Und komm, dann packen wir die da auch noch rein. Alles gut. Okay, dann wollen wir gucken zu. Dann wollen wir gucken zu, ne? Wollen wir zusehen, dass wir dieses hier alles fertig kriegen. Dass wir da genug haben. Okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.